Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sage das. Schwere Zeiten für Adenauer. Der Spiegel verrät Verteidigungsminister Strauß. Der Koalitionspartner FDP fällt ihm in den Rücken. 5 liberale Minister verlassen das Kabinett, weil Strauß unbedingt bleiben will. Doch die FDP siegt. Nach erfolglosen Verhandlungen mit der FDP gibt Adenauer klein bei. Die Liberalen stören Friede der Nation. Die FDP, ne? Ist meines Erachtens taugt die nicht. Keine Atempause, Geschichte war. Ruhe bitte! Der Bundestag wolle beschließen. Der Bundestag spricht Bundeskanzler Willy Brandt das Misstrauen aus und wählt als seinen Nachfolger den Abgeordneten Dr. Rainer Barzel zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Durch den Lagerwechsel mehrerer FDP-Abgeordneter ermutigt, geht die CDU-Opposition in die Offensive. Mit Hilfe der abtrünnigen Liberalen will Rainer Barzel die Regierung Brandt vorzeitig stürzen. Der Plan geht schief. Die FDP folgt wieder brav dem Sieger SPD. Die Liberalen, Serientäter ohne Rückgrat. Die FDP war nie Zünglein an der Waage. Wir waren immer ein Gewicht auf der Waage. Das Zünglein an der Waage zeigt nur an. Das Gewicht bewegt und wir haben bewegt. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Mit Ja haben gestimmt 256 Abgeordnete. Das verflixte 13. Jahr. Die FDP kündigt dem schwindsüchtigen Koalitionspartner die Freundschaft. Die SPD hat im Verbund mit den Liberalen abgewirtschaftet und bleibt verlassen zurück. Die treulosen Demokraten sind frei für eine neue Beziehung. Die FDP als Hure, Macht, macht käuflich. Das, was 1982 war, war das Versagen in der SPD. Das weiß heute doch jeder. Das hat die FDP dann zum Teil auf sich genommen, dass sie sozusagen der Königsmörder von Schmidt gewesen ist. Das war ja das Fatale. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Ich will sehen, ob sich die FDP endlich bewegt oder ob sie sich überflüssig macht. Sie bewegt sich doch weg vom angeschlagenen Kanzler. Von einigen Entgleisungen des guten Geschmacks abgesehen, ist die FDP ganz die alte. In Krisensituationen bloß nicht untergehen. Alle 10 Jahre wieder offen für neue Beziehungen. Hauptsache, die Macht stimmt. Man soll mit seinen Prognosen sehr vorsichtig sein. Aber es wird jedenfalls eine christlich-liberale Koalition geben, es sei denn, die Union beabsichtigt, sie zu beenden. Die Regierung sieht nicht gut aus. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht.